Ernst. Noch etwas? So, das Wort, was du mir vorgelesen hast. Was macht das? Ja, das Buch der Tiefe, das haben wir schon ein paar Mal gelesen. Hier. Die Bannformel schenkt dir vorübergehend Schutz vor eigentlich fast allem. Sprichst du sie schnell genug aus, kannst du dich auch damit verteidigen. Oh, schön. Wähle den richtigen Moment sorgfältig. Je öfter man sie ausspricht, desto besser werden sie verstanden. What? Was heißt denn, umso besser werden sie verstanden? Gibt es noch andere Kräfte, über die du gerne mehr erfahren würdest? Nein, das wissen wir jetzt schon alles. So, was willst du tun, wenn du alle Relikte hast? Er denkt einen Moment lang nach. Es ist überraschend, nicht wahr? Die Eigenschaften, die wir simplen Objekten zuschreiben. Aber sie sind nur oberflächlich betrachtet, simpel und stumm. Sie können auf vielfältige Weise mit uns kommunizieren. Würde ich dir ein Kinderspielzeug zeigen, würdest du plötzlich von Erinnerungen überwältigt werden. Sie haben die Macht verloren, es wieder lebendig werden zu lassen. Noch etwas? Was weißt du über den alten Bürgermeister von Kleinmark? Dieser stotternde alte Narr? Ja, ich kannte ihn. Er hat sich uns auf dem Wasser manchmal angeschlossen, aber er war mehr Last als Hilfe. Er scheint nie so ganz bei der Sache zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit ihnen in der Zwischenzeit gut ergangen ist. Noch was? Nein, ich breche mal auf. Yeah! So, mal ein bisschen vorsichtiger. So. Das ist also Bann. Die Bannformel kann Böses fernhalten, vorübergehend. Das ist ja geil. Ich würde es jetzt mal benutzen. Oh, mal einfach mal. Ja, geil. Ja, na, was soll sein? Ich bin der König der Welt jetzt. So. Ja, wir brauchen immer noch das Metall. Scheiße. Brauchen noch der Metall. Und Stoff. Stoff machen wir auch noch. Haben wir eigentlich jetzt irgendwo noch eine Möglichkeit, Metall zu finden? Ja. Oh, da hinten. Also ich sag, dieser blöde Anglerfisch, den finde ich wirklich, den finde ich sehr unheimlich, der sich da hinten als Boot tarnt. Ja, das ist halt eine Falle. So. Oh, ein Mutierter, sehr schön. So, ich muss mal sagen, merken wir jetzt tatsächlich, ob wir schneller sind? Also, er ist schon unterwegs jetzt. Unser kleines Boot. Das ist schon gut. So, das ist... Nee, kann ich das leider nicht mitnehmen. Wo sind denn jetzt die Haie alle hin hier, sag mal? Sag mal. Wollen wir noch rochen? Na, das wird nix. Oh, jetzt komm. Nein, es hat einen Cooldown? Ach, scheiße, okay, es hat einen Cooldown. Okay, das, ja. Hier im mittleren Gebiet konnte man auch eine Sprengladung verwenden. Da gab es Metall. Ah, cool, vielen Dank. Aber ich habe keine Sprengladung mehr. Scheiße. Müsste ich ja also mal wieder... Mann, warum drücke ich denn hier mal die falsche Taste? Oh, dann muss ich nochmal umpacken. Oh, noch ein Notierter. Sehr schön. Komm, raus. So, leider kann ich bloß einen einpacken. Dann müsste ich nochmal zu dem alten Walfänger. Aber ich muss sagen, das ist schon merkbar besserer Speed jetzt irgendwie. Dem Hai konnten wir jetzt auch relativ... Oh ja, die Leuchtturmwärterin wieder. Die Leuchtturmwärterin kommt an Doc auf dich zu. Sie sieht dich fragend an. Du musst jetzt schon fast alle Inseln einmal besucht haben. Hast du gefunden, wonach du suchst?
Ich fürchte nur. Beinahe. Sie verlagert das Gewicht und stützt sich auf ihren Stock. Wie kannst du so sicher sein? Das dachtest du beim letzten Mal auch. Und was ist dann passiert? Sie wendet sich von ihr ab, schüttelt den Kopf und murmelt etwas in sich hinein. Dann geht sie zurück zum Leuchtturm. Also die hat irgendwas mit dem Reliktesammler zu tun. Aber jedes Mal, wenn wir beim Reliktesammler eine Fähigkeit erhalten, haben wir hier einen Dialog mit ihr. Jedes Mal. 314, sehr schön. Nice. So, eingepackt. Zurück zur Stadt. So, dann lass mal einen Blick auf die Karte werfen. Oh, okay. Hier in den Mangroven finden wir das nächste Relikt. Wir müssen aber erstmal nach Unfell für die, für das, na sag mal, liegt mir auf der Zunge. Bin der bescheuert. Ich mine, meine Gott, womit man Sachen explodieren lassen kann. Holy moly. Wie heißt der Scheiß? Ah. Benny würde sagen, ich bin heute mal wieder so richtig schön Brain AFK. Oh, man kann ja hier auch, ach guck mal, das war schön. So, Dynamit. Vielen herzlichen Dank. Xey. Meine Güte. So, warte mal, dann müssen wir hier hoch, ne? Genau, hier geht's lang. Na, dann nehmen wir hier vorne noch ein Heim mit. Da vorne ist ja nämlich auch eine Fahnenhändlerin. Und verkaufen den da gleich. Jetzt sind wir gerade leer. Perfekt. Und leer. Okay. So, speed him up. So, die Inselkette hier vorne haben wir uns wohl gar nicht angesehen hier, ne? So direkt vor uns eigentlich und wir haben nie vorbeigeschaut. Was haben wir hier vorne? Wer ist er? Who are you? Oh. Du näherst dich einer Gestalt mit Kapuze. Ihr Gewand ist nachtblau. Das Gesicht kaum zu erkennen. Fischersmann, bitte hilf! Das raue Flüstern ist neben Wind und Seegang kaum zu hören. Stille den Hunger. Die Gestalt mit Kapuze entrollt ein altes Dokument. Sie zeigt auf ein Bild ganz oben auf dem Blatt. Es scheint sich um eine blaue Makrele zu handeln. Okay, er will eine Makrele. Na, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Haben wir hier eine? Nee, Rochen? Was ist das hier? Oh, warte mal, das könnte sogar. Ist doch nicht wahr, ey. Mann, infiziert. Oh, ich gebe ab. Ja, dann haben wir jetzt auch keinen Zeitdruck mehr. Ja, das sieht da schön, das ist blaue Makrele. Oh, schön. Gut. Gibt's. So, die geben wir ihm jetzt und dann kriegen wir was von ihm. Seine blaue Kutte vielleicht. Could this be? Stimme den Hunger. So, ja, die entrollt ein Dokument und wir packen ihm die Makrele hin. Mit gekonntem Griff stößt sie die Hand in die Speiseröhre des Fisches und reißt ihm das Herz heraus. Sie stopft es sich kurzerhand in den Mund. Mehr. Immer noch leer. Sie zeigt auf ein Bild auf einer zweiten Schriftrolle. Dieses sieht aus wie eine Tigermakrele. Was? Zur Hölle, wo? Eine Tigermakrele? Ja, da weiß ich jetzt nicht, wo die ist, mein Freund. Da musst du jetzt mal weiter garben. So, wir machen erstmal. Oh, hier, nochmal Hai. Ah, schöne Mutation, wunderbar. Mehr Cash. Und daneben geangelt. Yay! Warte mal, kriegt ihr noch hier irgendwie? Nee. Ciao. Okay, lass mal den Rest stehen. Und machen auf zur Händlerin. Yeah!
Erkennt ihr das, wenn ihr auf Worte nicht kommt? Dynamit, ne? Also ein völlig simples, schon tausendmal im Leben benutztes Wort. Und jetzt komme ich nicht drauf. Es ist so fürchterlich und dann nachts um 3:30 fällt es einem ein. Und dann wächst deine Partnerin neben dir. Gurkensalat! Was? So, Fischmarkt. 3,71, wunderbar. Und... Ach nee, kann er... Oh, warte mal. Stopp. Also ich kann zwar jetzt nichts kaufen. Guck mal an, sie verkauft auch Metall. Für 4,50. Kann man auch machen. Machen wir so. Ja. Na. Doch, wird. Schon sind wir arm. Ich kann zwar jetzt kein Dynamit mehr kaufen, hab aber jetzt dafür Metall. Zur Not hole ich mir hier vorne noch ein paar Fische. Dann passt das. Dann geht das gut. Nein, warte mal, ich wollte ja nicht in die Werft. Wo wollte ich hin? Ich wollte ins Schwimmbad. Hier wollte ich hin. So, das Metall können wir hier schon bunkern. Wir brauchen noch einmal Stoff. Einmal. Und dann für 800 ein neuer Rumpf. Es wäre so schön. Verbessert dein Boot auf eine Stufe 3 Rumpf und fügt 9 neue Frachtplätze hinzu. Yes! Der Rumpf hält einen zusätzlichen Zusammenprall aus. Das ist auch geil. Das ist geil. Das brauchen wir. Das will Steve haben. Gehen noch hier hin und setzen bei dem Motor mal noch das eine Forschungsteil ein. Und segeln davon. Und schauen noch mal ein bisschen nach. Was haben wir denn hier? Was sind das eigentlich hier für Fische? Was seid ihr für Fische? Ah, ihr seid wieder diese Lachse. Wo muss man ein paar davon? Nein. Sag mal, wenn du denkst, irgendwie, jetzt kommt er da, musst du schnell drücken, dann bist du wieder dran. Daneben. Das ist einfach daneben. Ne, schmeckt mir auch. Ah, da hinten ist schon wieder diese Trugbild, ne? Schweinerei, ey. So, wo war denn die Haistelle? Hai happen. War doch hier vorne, ne? In dem Durchhang. James Dean haut einen raus! Er subbt rein hier! Hör mal, 8 Monate in Folge, du geiler Typ! Na, warst du schon mal hier auf dem Kanal? Na, hi Benny, grüß dich! Oh, hey Steve, hey Chat, beste Grüße auf den Ohr. Von was muss ich hier sehen? Steve ist unter die Angler gegangen. Ja. Er hat die Watthose an und hat den Ölhut auf. Und treibt sich in die Arme Cthulhus. Dafür auch das perfekte T-Shirt an. Zeig euch mal nachher, wenn ich hier nicht gerade nachts unterwegs bin. So, was haben wir hier? Nochmal Lachs. Benni, mein Bester, ich bin erstaunt, dass du überhaupt noch schreiben kannst irgendwie. Dass du dich schon wieder komplett voll mit Uso bist. Seit heute früh um 8. Wie ist Wetter? Egal. Ja, lieber Chat, ich hatte euch ja am Montag mal ein Bild von Benny gezeigt, was er mir geschickt hat, so schön vom Strand aus. Mit Blick aufs Meer. Wir hassen ihn alle. Ja, aber das, vor allem war das ja auch so eine Zitterpartie, ne? Weil eigentlich hieß das irgendwie, da wo er hin ist, ist richtig krasses Unwetter und alles überschwemmt und alles scheiße. Und, also nicht da direkt, wo er hin ist, aber halt quasi das Land, wo er hin ist. Und dann war erstmal die große Frage, scheiße, findet das jetzt überhaupt statt? Und wie aber die Bilder aussahen, Wetter ist mega, danke. Ja, naja, ne? Oh yeah, what is this?
Hast du denn jetzt schon mal einen Regentag gehabt oder ist bis jetzt wirklich erstmal nur komplett Sonne pur? Oh, hier ist Stoff. Hier haben wir Stoff. Yeah. Leute, und ihr wisst, was das heißt. Jetzt hätten wir theoretisch alle Ingredienzien, alle Teile, die wir brauchen für die Verbesserung. Wir haben zwar noch keine 800 Taler dafür, aber die können wir demnächst bald haben. Mit viel Glück. Mit viel Zuversicht. Mit viel Petri-Heil. So. Platz ist erschöpft. Hier habe ich doch noch was gesehen. Jawohl, Alter, das ist ja hier eine totale Fundgrube hier. So, kriegen wir auch noch ein paar unter. Erstens. So, und die Drinks kommen und gehen. Nee, hatte bis jetzt nur puren Sonnenschein. Ach geil, ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich, mein Großer. Schön. Ich hoffe, du hast noch keinen Sonnenbrand. Und was ja total cool ist, Benny war quasi, ist in die Ecke gefahren, wo er als Kind mit seinen Eltern immer hin ist. Naja, also plauder mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ohne zu viel zu verraten. Und er ist jetzt quasi nach, ich weiß ja nicht, 21 Jahren wieder da. Und hat wirklich noch Menschen von damals wieder getroffen, mit denen er da sehr, sehr lange unterwegs war irgendwie. Und das ist halt so total cool irgendwie. Und ich freue mich so für ihn. Weil der Scheiß-Typ hat einfach den Urlaub so verdient. Irgendwie muss man ganz klar sagen. Das ist. Umso geiler ist es wirklich, dass das Wetter cool ist irgendwie und dass einfach alles so gerade läuft da bei dir. Nein, ich bin voll! Ich bin voll! Oh damn! Ich habe auch keine 800 Dinger, also das heißt, das ist ja schlecht jetzt. Das ist ja schlecht. Ich habe keine 800. Warte mal. Verkauft. Kann ich mir den nicht verkaufen? Wo kann ich den nicht verkaufen? Achso, weil ich sie wahrscheinlich nicht hier verkaufen kann. Sondern man hier in der Werft. Schwumps, die Bums. So, den verkaufen wir. Und den können wir nicht verkaufen. Können wir auch nicht verkaufen. Will ich noch nicht verkaufen. Will ich noch nicht verkaufen. So, okay, dann können wir vielleicht hier noch mal ein bisschen mehr Ordnung machen. Ja, sieht ja nämlich hier ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Kann ich sie überhaupt noch ein bisschen ordentlicher machen? Nein. Nein. Warte. Kann ich dich hier zwischenparken? Nein. Das geht nicht. So, tut mir leid, dass ich hier mal kurz zwischen aufräumen muss, aber es muss sein. Geht sonst ja nicht. Ja, das kann man schon so machen. Das kann man schon so machen, kann man schon so anbieten. So, warte mal, hier haben wir noch. Hier haben wir die Karte noch. Ja, warte mal. Ich habe auch noch nicht mal Platz, um die hier vernünftig zusammenzulegen. Das ist doch doof. Aber dafür kann ich dann eh ein Maschinenteil noch rüberlegen und wahrscheinlich. Nee. Wenigstens davon. So, ich habe also jetzt wenigstens noch mal ein bisschen Platz, um zu fischen. Weil ansonsten wäre ich jetzt wirklich gerade ein bisschen am Arsch gewesen. Da hätten wir auch keine Kohle bekommen. Fischis! Fischi. So, oh, leider doch, hat mir den Rücken leicht verbrannt. Aber jetzt erstmal, ich wechsle jetzt komplett braun. Ach, stimmt ja, du bist ja auch noch so ein Sack, der immer braun wird, sogar noch irgendwie in der Sonne. Altes Sonnenkind. So, warte mal, was ist das hier? So, hier haben wir wieder Steine, wo wir die Hand auflegen können. Summt leise und lässt sich umgehend lässt die Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche flackert zart die Formen, aber es wird nicht passieren. Genau, reagiert nicht auf deine Berührung. Schade eigentlich. Ich weiß ja nicht, was wir da noch brauchen. Ob wir da einen Special-Handschuh brauchen oder so? Schauen wir mal. Ja, Betty, bei mir ist. Ey, schon wieder so ein Vieh. Bei mir ist gestern alles komplett ins Wasser gefallen, war. Aber so richtig. Also, es ist halt so.
Alter. Ich bin um 8:30 zu Hause gewesen. Nee, um 8:30 bin ich von da los. Und um 9 war ich zu Hause und dann war ich nur noch mal einfach kurz mal an der Waagerechte und das war's dann. Dann war ich weg. Vorher noch erstmal allen abgesagt, ist so zum Kotzen gewesen. Yeah. Flump. Hat kein Mutierter dabei? Nö. Dafür wirklich reichlich. So, okay, das lasse ich jetzt mal. Es wird rot um mich. Ja. Bei den handauflegenden Steinen, glaube ich, braucht man, wenn man so durch rosa Wolke fährt, kann man dort dann Visionen ansehen. Ah, okay. Schau, schau! Mann! La, 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 la. So, das sind immer noch keine 800, sondern nur 400 und ein paar zerquetschte. So, hier vorne habe ich noch was. Da vorne mutierend blinken gesehen, da werden wir sofort hindüsen. Aber sofort. Da haben wir schon mal hin, sehr schön. Empty. Leer gefischt. Schade. Warte mal, hier vorne haben wir noch was. Okay, warte mal. Ich brauch Fische. Es war cool, dass wir hier lauter Bauteile fischen können. Was ist das, so ein großer, oder? Jo. Okay. Haben wir. Nimm. Oh, hab's leider gesehen. Hoffe, du konntest dann. Nee, na, überhaupt nicht. Ich hab allen abgesagt. Ich hab alle abgesagt. War quasi eine Nullnummer. Aber dafür sitze ich ja heute mit euch hier im Chat zusammen. Ist ja auch schön. Also, was heißt so schön? Das ist tatsächlich jetzt so mein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gestern Geburtstag gehabt und wie ich es gerade schon sagte, wurde das alles irgendwie durch Arbeit komplett verhindert durch den scheiß Rohrbruch. Und gestern sollten hier alle vorbeikommen, irgendwie Familie, Freunde, pipapo, wir haben richtig viel zu essen da gehabt. Und Tigermakrele, das wird auch hier der olle Typ. Naja, mussten wir halt leider alles absagen irgendwie und ja. Deswegen seid ihr jetzt quasi, ist jetzt hier unsere kleine private Ersatzparty, die ich jetzt hier mit euch mache. So, für starten. Nein! Wie will denn der Typ, reicht das, wenn ich ihm eh liebe, wa? So, Fangplatz ist erschöpft. So, denn auf zum, zu dem Typen. Yeah! So, sie ist auch schon ganz schön hier rau, ne? Bueno. Haie. So. Mehr. Immer noch leer. Ja, zeigt auf dem Bild auf der zweiten Schriftrolle. Dieses sieht aus wie eine Tigermakrele. Da hast du. Wieder reißt sie den Fisch brutal das Herz heraus. Er wird ebenso schnell verschlungen wie der erste. Beinahe gestillt. Sie zeigt auf das Bild eines Fisches auf einer dritten Schriftrolle. Diesmal ist es eine Schlangenmakrele. So ein kleiner Makrelenfreund hier. So eine kleine Braukutte. So. Schubbidi-bop, schubbidi-bop, schubbidi-bop. So, was ich mir jetzt erstmal hole. This beautiful shark hier. Denn dafür gibt's richtig Schmotte.
Was natürlich total cool war. Gestern ist mein Vater noch bei mir auf Arbeit vorbeigekommen. Oh nein, Marlin! Na! Und er ist sowieso weg. Und mein Cousin ist dann ja auch noch nachgekommen irgendwie und war so ein kleines Trostpflaster, war schon. Kleine Trostpflaster. Aber man muss jetzt auch ganz klar sagen, irgendwie so ärgerlich wie es halt ist, man ist jetzt auch keine 8 Jahre mehr irgendwie, wenn halt die eigene Geburtstagsparty halt aus Gründen ausfällt irgendwie. Ist höherer Macht, dann ist das halt so irgendwie, dann geht doch von der Welt jetzt irgendwie unter. Uns fehlen noch 50. Uns fehlen noch 50. Piepen. Dann haben wir das Update. So, zeigt euch, ihr Fischschwärme. So ein Sonar wäre jetzt geil eigentlich. Ja, wo man so Fischschwärme aufspüren könnte. Das würde ich gut finden. Warte mal, wir haben hier nicht so ja hier Fernglas. Was? Ach geil, das geht so, ja. Aber ich... Aber das ist natürlich alles ein bisschen unpräzise. Schade, schade, schade. Nee. Okay, gut. Aber irgendwo werden wir jetzt hier schon Fisch finden. Wir brauchen nur noch 50 Takten. Fischis. Sie verstecken sich von mir. Sie wissen, dass ich komme. So, auf der Tag natürlich nicht so Bock. Oh, warte mal, hier weckt man nicht Düsen. Hier ist ja dieses Riesenvieh drin. Schnell weg. So. Ein Aal. Wir holen uns mal ein paar Aale. Die sind ja sperrig. Aber tatsächlich hatten wir ja schon mal so ein Aal geholt. Für die nette Nachbarsfrau. Und warum hatten die jetzt auf Krabbenkorb geschaltet? So. Alright. So, das wird jetzt hoffentlich reichen. Tut es. Jetzt holen wir uns das Update. Tada! Verbesserung auf Stufe 3 Rumpf. Nice! Schön, schön, schön. So, dann können wir hier erstmal ordentlich drin packen. Motorleistung wäre eigentlich ganz geil. Für einen Platz mehr. Weil wir haben jetzt natürlich sehr viel schon im Lager. Das heißt, wir können... Oh, warte mal, das könnten wir sogar schon machen. Nein, können wir nicht, weil wir haben keine 80. Aber egal, wir können trotzdem schon erstmal vorpacken. Um unser Lager erstmal wieder ein bisschen leer zu bekommen. Fertig. Licht. Und gucken wir hier bei den Plätzen. Oh, Plätze sind natürlich wieder... Da wollen sie wieder üppig haben. Hier wollen sie wieder üppig haben. Aber ist ja ganz gut. Kriegen wir das Lager leer. Alles muss raus. Wirklich noch eine? Ja, wunderbar. Cool. So, das heißt, wir haben hier noch Zasta. Zusätzlicher Angelplatz. Bringt mir das was? Maybe. Egal. Wir packen es erstmal rein. Das war am Hammer. So, sehr schön. Fertig. Bestens. So, wie viel kostet das Dynamit bei dem netten Onkel da drüben? Eieiei. Eieieiei. So, die Riffi sind aber neu, ne, du? So, dann holen wir uns mal so einen Stachelbückling. Oh, schön. Hallo. Ah,
Ich wundere, was ist das denn für Ton hier? Für ein schrilles Alarmzeichen, was hier losgrillt. Ach Gott, was ist das? Pazifischer Rotbarsch. So ein kleiner Piranha hier. Der ist ja süß. Er reicht ja gerade mal für so ein Fischstäbchen. Oh. Knirscherbarsch. So, egal, nehmen wir alle. Nehmen wir alle. Wir brauchen Cash. We need the Cash. For Dynamite. Und der letzte passt noch. Wunderbar. Guti gut. Mutierter wären wir zwar lieber gewesen, aber egal. Ah, ich sehe noch so eine Bauteile. Ey, man kann sich immer so aufhalten, so ewig lang. Mann. Ja, aber so langsam macht das Schiff schon ein bisschen was her, ne? So, alles verkaufen. 2,52 nur. Das ist aber mau. Das ist mau. Sausch. So. Die Wupp. Was haben wir denn hier vorne? Wrackbarsch. Super. Riesenteil. Na, schade. Und erschöpft. So, dann holen wir noch ein paar Bauteile drin hier. Brauchen wir für die nächsten Stufen. So einen ollen Aal für den Typen mit der blauen Maske, den finden wir eigentlich bei uns da in dem Anfangsbecken, ne? Bin ich der Meinung. Großfelsglück. So. When the night comes. So, dann verkaufe ich, hol mir Dynamit. Und dann machen wir mal hier los aus dem Gebiet. Obwohl hier noch eine Menge Schätze auf uns warten würden. Die wir abgrasen könnten. Aber naja, guck mal. So, wenn du jetzt Abyssal oder Hadal fischen kannst, kannst du dir auch den Riemenfisch noch holen. Stimmt. Der war ja Hadar, glaubst du ja, oder? Guter Tipp, vielen Dank, Herr Junge. Dann verkaufen. Zurück in die Stadt. Let's get back in town. Bling. So, rüber zu dem alten Fischer. So, ach nee. Muss ja jetzt bei der Walfangstation, ne? Was ja auch Blödsinn ist, da konnte ich ja so anklicken vom. Ach, ich sag ja, manchmal ist das schon hier. Bin alt. So, Walfangstation. Ja, Sprengladung. Für 36. Na, das geht ja, das ist ja ein adäquater Preis. Das kann man ja machen. Machen wir mal so. Kann ich ins Lager packen. Dann würde ich die nämlich auch ins Lager packen. So, habe ich zwei bei und im Lager habe ich dann noch drei Stück. Das glaube ich ganz gut. So. Gut. Ja, jetzt könnte ich natürlich. Jetzt könnte ich Risiko gehen, ne? Und könnte hier vorne durch. Durch den. Warte mal, die müsste ich so einer freisprengen, wa? Oder? Ja, genau. Das ist einer freisprengen. Die Abkürzung. Ein haufenloser Trümmer, man könnte sie wegräumen, um so eine Abkürzung zu schaffen. Benutze Sprengladung. Let's do it. Und zünden. Bada bim, bada bum. Hamba.
Ah, guck mal, Metall. Wunderbar. Oh, 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 oh. Hui, hui, ha, hu, ho, ha, hm, ha. Sehr schön. Sie fehlt mir alles hier nicht von der Anordnung. Es ist mir alles hier Kraut und Rüben. So, hier kommen wir ja durch, wa? Nein, ist ja noch eine. Nö. Nö. Knallen wir die hoch weg? Ja, komm, was soll's. Was soll's. Geradezu war ja, soweit ich mich entsinnen kann, wenn wir nämlich jetzt schnell machen, oh, nicht die Optik ändern. Huh. Das war hier hinter der Riemenfisch. So. Na, den angeln wir nicht mal, wa? Riemenfisch. Ein hässliches Vieh. Ein hässliches Vieh. So, Abisal. So, schauen wir uns kurz mal um. Die Truhe, die hier war, die haben wir ja schon. Die ist schon weg. Okay. So, und die Händlerin wollte doch die Fische haben, ne? Oder? Jetzt kurz mal. Verhüte Missionen. Fange eine Schlangenmakrele, seltene Fische. Die fahrende Händlerin. Sollten wir jetzt einfach nur sagen, wo das ist, oder sollten wir auch ihn fangen? Da muss ich gerade mal fragen. Ja, na schön, lass mal Licht ausmachen, das ist natürlich auch geil. Nein, Mensch. Das ist wirklich auch ein relativ gefährliches Fanggebiet jetzt hier gerade. Noch mal weiter. Kurz mal zur Händlerin. Sie möchte nur wissen, wo es den gibt. Dann kannst du ihn dann auch verkaufen. Schön. Oh, ein Schatz. Den nehmen wir noch mit. Eine Dublone. Sehr schön. So, liebe Händlerin. Juhu! Oh, okay, alles klar. Der Portfolio hat's wieder geklärt, die Nummer. Holly war da. So, okay, wo, ja, Fischmarkt? Nee. Wo spreche ich denn mit ihr darüber? Hey Junge, wo kann ich denn mit dir darüber sprechen? Unten links im Bildschirm? Ah, alles klar. Dankeschön. So, ich habe den Riemenfisch gefangen. Das sind gute Nachrichten. Das ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Ihr, für dich. Es könnte dir von Nutzen sein. Jawohl, nehme ich. Dankeschön. Was mit den anderen Fischen? Hab ich noch nicht. Riesentinensalmler. Und der Quastenflossler. Okay, ich breche jetzt mal auf. So, vorher verkaufe ich natürlich noch solche Schlumpfe für 309. So, könnte ich mir nochmal schnell was gönnen? Jawohl. Sehr schön. Na, hier fehlt's noch. Hier fehlt's noch an Dingen, die ich nicht habe. Fertig. Okay. So, ich würde erstmal. Was? So. Ding. Mal kurz hier vorne zu der Insel. Das sieht so aus, als wenn hier vielleicht irgendwas wäre.
Ansonsten würde ich mal kurz an unser Anfangsgebiet zurück in der Hoffnung, dass ich da eventuell diese lange Flachmakrele da finde. Wunderbar. Ist auch schön bescheuert. So, okay, auf der Insel ist nichts. Oh nein, da sind ja Haie. Egal. Gut zu wissen. So, da müssen wir hin. Also, jetzt macht das Boot macht jetzt aber schon einen schönen Speed. Finde ich gut. So, dann kommen wir doch so was. Jans auf die Locke. Highway to the danger zone. Da ist hier noch. Ai. So ein Pennerwirbel. So, waren das jetzt hier nicht? Nee, waren nicht so eine Viecher, ne? Schade. Hier haben wir noch ein paar Schriftrollen. Die holen wir uns. Schriftrollen. Stoff, meine ich. Stoff. So, okay. Haben wir. Wunderbar. Ist auch leer. Super. Kann auch sein, dass sie nachts aktiv waren, ne? Nee. Gut, okay. Aber ich kann auf jeden Fall erstmal auch die Schätze abgeben. Das ist auch ganz gut. Beim Händler. Willkommen, hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, hab ich. So, im Lager können wir auch noch mal ein bisschen alles rausholen. So, die Ohrringe auch noch verkaufen. Gut ist. Wunderbar. Schönes Ding. Noch mehr Rochen. Also ich bin der Meinung, hier vorne irgendwo... Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, das sind die Dinger doch, ne? Davon will aber einer haben. Jawohl. Sehr schön. Gut, also wir sind so. Ich werde mal ganz schnell die Rochen verkaufen. Wenn ich Platz habe. Oh, du leichtmanns Rogensee. So, Fischen la. So, okay. So, zwei Stück brauchen wir noch. Ah, egal. Komm. Erstmal raus. Und erstmal hier vorne holen wir uns jetzt hier die olle Longmakrele. Grauer Aal. Nee, das ist es nicht. Das ist ein grauer Aal. Oder war das jetzt irgendein Special? Der grau... Nee, das ist kein Special. Wo finden wir denn die ollen Langmakrelen? So, hier vorne war da auch noch was drin. Im Kanal, irgendwas. Hier, genau. Hallo, Bäume. Stachelaal. Ach, das ist der Biest, aber auch halt ein Aal, ne? Ja. Scheiße. Wo finden wir jetzt diese ollen Langmakrelen?